Shakespeare, Hamlet, Act 2, Scene 2. Do you doubt that? No more but so. I shall the effect of this good lesson keep as watchman to my heart, but good, my brother, do not, as some ungracious pastors do, show me the steep and thorny way to heaven, whilst like a puffed and reckless libertine, himself the primrose path of dalliance treads, and recks not his own reed. Die Augen können wir auf und zu machen, aber hören tun wir immer, ob wir wollen oder nicht. Das ganze Leben ist eigentlich ein akustisches Kunstwerk. Der Charakter ist eben fast spielerisch, ja? obwohl die Musik so sentimental ist. Ja? Ja, ja. So, wir nehmen auf. Eine Straßenbahn, die vorüberfährt, beginnt irgendwo, hat ihren Höhepunkt. Ich höre, sie ist ganz nah an mir dran und entfernt sich dann wieder. Ein Stein, der runterfällt auf den Boden, oder ein Stein, der auf einen anderen Stein fällt. Alles musikalische Vorgänge. Ein Geräusch gibt es für mich nicht. Für mich gibt es nur Klänge. Und ein Geräusch für mich, was normalerweise als ein Geräusch wahrgenommen wird, ist für mich ein Klang, genauso wie Klang einer Geige zum Beispiel. Il rumore è come per lo scultore. Ein Geräusch ist für mich so wie ein Stein für den Bildhauer. Rohmaterial, reich an Möglichkeiten, aber noch unbearbeitet. Als ich das Stück Wassererinnerungen plante, dachte ich sofort an den Trevi-Brunnen. Ein großartiges Klangtheater, aber auch ein Theater der Zeit. In Wassererinnerungen ist das Wasser eine Metapher für die Zeit, die genauso vergeht wie der Klang. Wie ein Fluss, ständig in Bewegung. Ho pensato di unire questa liquidità del suono, questa materia ruvida che è l'acqua. Ich habe dann den Klang des fließenden Wassers, dieses Rohmaterial, verbunden mit Klängen von Instrumenten, die wir alle kennen. Vor allem Schlag- und Blasinstrumente. Man hört den Klang der Posaune und der Traversflöte, die das Wasser bei dieser Zeitreise begleiten. In questo ascolto e in questo viaggio attraverso l'acqua.
Herr Fürth. I attempt to capture moments of sound. Ich versuche Klangmomente einzufangen. Die Straße hier gibt mir die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Geräusche aufzunehmen. Da, ganz hinten zum Beispiel. Und die Vögel, und man hört. Ah, er kommt genau hier vorbei. Ich werde ihn schnell mal aufnehmen. Alles, was klingt, ist nicht Kunst, denn Kunst ist vergleichbar mit der Natur. Die interessanteste Natur für mich ist die, die von Menschenhand bearbeitet ist oder wurde. Also wenn ich auf dem Feld gehe und sehe eine wirklich Tomaten an der Reihe, dann geht mein Herz hoch, denn das ist eigentlich Agrikultur. Und Landschaft ohne Agrikultur empfinde ich als eine relativ schwache Erscheinung. Ich brauche diese Kitschbosskarte nicht, diese romantische, idealisierte. Ich will wirklich sehen, dass die Natur bearbeitet wird vom Menschen. Und das kann ich vergleichen mit akustischer Kunst. Akustisch ist alles, was klingt. Kunst ist ein Eingriff des Menschen, der Empfindungen, des Können in diese Natur. Klänge sozusagen in der Freiwildbahn sind nicht interessant für mich. Sind nur im Zusammenhang mit einer kompositorischen Idee. Ich habe nicht gesehen, wie diese 30 Jahre vergangen sind. Damals war eine schwere Zeit gewesen. Meine Beine liefen dennoch. So lief ich damals zu den Popen und sagte, der Vater stirbt, komm, nimm ihm die letzte Beichte ab. Er aber sagte, gib mir zuerst so und so viel Roggen dafür. Ich gebe dir noch mehr, sagte ich, aber erst, wenn wir geerntet haben. Er kam nicht. Ich war allein mit meiner kleinen Schwester. Vater war am Sterben. Lag auf der Bank in der Mitte. Meine Schwester hinter ihm und ich am Rand. Und so starb er zwischen uns, ohne Beichte. »27 Töne aus einer Küche.« »Ich benutze Zufallsoperationen, um die Musik von meinen Intentionen zu befreien. Die Klänge sollen Klänge bleiben, offen dafür, auf viele verschiedene Arten gehört zu werden. Jeder Hörer hat so sein eigenes Hörerlebnis, anstatt sich von mir eine bestimmte Art des Hörens aufzwingen zu lassen.« to a corner of one particular way.
Meine Absicht ist, in I Hear You Think so nah wie möglich an den Gedanken, an die Gedankenbewegung heranzukommen. Ein Gedanke macht noch kein Geräusch, aber zu was er führt, das verursacht Geräusche. Der Gedanke führt zu entweder zu einer Mundbewegung, zu einer Handbewegung oder zu einer Körperbewegung. Es gibt einen Sufi-Text, der davon spricht, dass die Stimme jenseits ihrer sprachlichen Verständigung auch ein Klangmaterial ist, eine mystische und spirituelle Bedeutung hat. Es sind drei Texte, die drehen sich nur um die Stimme. Der Titel ist The Voice. Und ich habe drei Schauspieler gebeten, diesen Text zu lesen. Und immer wenn sie stumm diesen Text lesen und an das Wort The Voice kommen, dann sagen sie das Wort Voice. Und das ist etwas, was dem Stück überhaupt eine Grundstruktur gibt. Voice. The Voice. Zurückkommen. Durch euer Gehen, das ist nachher länger. Mhm. Jetzt machen wir es nur wegen der Wege kürzer. Jetzt jeder auf seine Position am Rand und vom Rand aus langsam, gemeinsam vorwärts kommen, im Halbkreis zum Schluss enden vor Mikrofon. Voice. Durchgängig. Ja. Ja, das ist es noch nicht so ganz. Voice. Es ist eigentlich fantastisch, dass man links, auch wenn nicht so viele Voices kommen von ihm, man hört ihn aber atmen. Ja. Der Raum ist da, ja, ist aufgefüllt. Ja. Genau. Akustisch. Voice. Die Quellen akustischer Kunst würde ich so bezeichnen, ganz vereinfacht gesagt, ist es einmal die Literatur, die sich löste vom Geschriebenen und akustische Literatur wurde, Anfang dieses Jahrhunderts. Da umba, hihi. Den Hosenlatz. Baller das Glas, der extra Kara. Katabina Kara, der Dichter, Katabina Tafu. Autoren wie Kurt Schwitters mit seinem ja wohl berühmtesten Buchstabengedicht, der Sonate in Urlauten, die nur aus Buchstaben besteht, keinerlei semantischen Zusammenhang hat, aber einen Klangsinn, wie Joyce das nennen würde, einen Soundsense hat. Oka, 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 oka. Blanke Torgel, pipipipipi, züka. Der zweite Bereich ist das Interesse der Musik Anfang dieses Jahrhunderts, die Klänge der Umwelt einerseits, andererseits aber auch die durch Klangerzeuger, Intonarumori nannte sie übrigens Luigi Russolo, die nicht den traditionellen Musikinstrumenten entsprechen, in die musikalische Komposition einzubringen. Die Stimme, der Bereich der oralen Poesie und die Klangwelt begegnet nun der Technik in diesem Jahrhundert, die ja einen großen evolutionären Sprung oder Insprüngen zu dem geführt hat, was wir heute kennen, bis zur digitalen Aufnahme- und Verarbeitungstechnik. Sie begann ja ganz schlicht und einfach mit einem Mikrofon und
Ja, einem Lautsprecher. Und Mikrofon und Lautsprecher sind wahrscheinlich die beiden primären Handwerkszeuge oder besser gesagt Instrumente der akustischen Kunst. Eine sehr interessante Brücke gibt es zwischen Filmkunst und akustischer Kunst in der Arbeit von Walter Ruttmann, dem Cineasten, bekannt durch seinen Film Berlin, die Symphonie der Großstadt, ein Stummfilm, den er 1927 gedreht hat. 3 Jahre später, 1930, bekam er den Auftrag, ein Hörspiel zu produzieren. Er als Cineast hatte eine ebenso einfache wie geniale Idee. Er nahm seine Kamera und anstatt Bilder zu shooten, aufzunehmen, nahm er mit dem bereits erfundenen Tonfilm nur den Ton auf. Er ging in sein Studio und schnitt jetzt diesen Ton so, wie er seine Filme montiert hatte. Das war zur selben Zeit in den Studios natürlich noch gar nicht möglich, eine Montage akustisch zu realisieren, weil das Tonband nicht verfügbar war. Es gab überhaupt nur diese Möglichkeit, es war ein Triergon-Verfahren, mit dem er arbeitete, einen Filmschnitt zu machen, der nur den Ton betraf. Und er realisierte ein Werk, das übrigens kürzlich erst, also vor 10, 15 Jahren aufgefunden wurde, das er Weekend nannte und das im Grunde genommen, ich würde sagen, das erste akustische Dokument der akustischen Kunst als Montagekunst überhaupt ist. Ein Stück von 18 Minuten, das einen Tagesablauf eines Berliner Weekends darstellt in einer Montage, die weit vorausgriff den Montagen, die wir später dann in den 60er Jahren im neuen Hörspiel realisiert haben. Aber Fräulein. Nein, Sohn. Was will niemand mehr? Or, quand Klaus Schöning m'a demandé de faire une sorte de fresque. Als Klaus Schöning mich bat, das Fresko einer Fantasiestadt zu entwerfen, habe ich Paris gewählt, weil ich hier lebe, dachte aber sofort an Berlin. Ich erinnerte mich an den berühmten Stummfilm von Walter Ruttmann, Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Und diese Erinnerung brachte mich dazu, mein Stück eher filmisch als radioartig zu strukturieren und zu schneiden. Das Hörstück war zunächst 2 Stunden lang. Dann kürzten wir es auf 1 Stunde und ließen es einfach parallel zum Film laufen. Und beides, meine Klangkomposition und Ruttmanns Stummfilm, stimmten sehr gut überein. Eine außergewöhnliche, fast magische Korrespondenz. Ça a été immédiat, il y a eu une sorte de mariage et de correspondance absolument extraordinaire. Einen sehr wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der akustischen Kunst hatte ganz fraglos Pierre Schaeffer, der in Paris eine Möglichkeit hatte, im französischen Radio
sich mit einem Phänomen zu beschäftigen, das er später Musik konkret nannte. Klänge jeder Art wurden aufgenommen und bearbeitet, elektroakustisch verarbeitet, zu konkreten Musik, wie er das nannte. Pierre Henry stieß dazu und beide könnte man wirklich als Väter der Musik konkret bezeichnen. En ayant entendu parler de la musique concrète, l'ayant Ich hörte von der Musik konkret, hörte sie im Radio. Damals spielte nur Pierre Schaeffer konkrete Musik. J'ai voulu absolument et le rencontrer et le Ich wollte ihn dann kennenlernen. Das war zum Glück sehr einfach, denn er suchte einen Komponisten für die Sinfonie für einen einsamen Menschen. Und so machten wir diese Sinfonie dann gemeinsam. Mr. Tudor wird jetzt als Interpret der Kompositionen von Mr. Cage auftreten. Der neuen Musik nach dem Krieg waren Komponisten wie Luigi Nono oder Bruno Maderno oder Luciano Berio oder Stockhausen, Cage, der junge Pierre Boulez, Messiaen, das sind ja alles Komponisten, die dieses Tor der Freiheit der musikalischen Materie gegenüber geöffnet haben. Das ist wirklich eine Stimme, die Klang geworden ist, nicht? Da die Komponisten sich ja mit Klängen aller Art beschäftigen, aber nie doch auf den Klang ihrer eigenen Stimme hörten, ja, kam mir die Idee, eine Sache zu bauen, nicht, die gerade mit dem Stimmklang der Komponisten und dieser frühen Jahre zu tun hatte. Und daraus haben wir ein kleines Festival akustischer Kunst gemacht mit den Stimmen, und die wir zusätzlich noch transformiert haben, in Klänge überführt, sodass also jeder Komponist einen Klang ist. I work in such a way that I don't know what will happen. And I hope through my work that I will become more and more open to my daily experience. So I don't want an art which is more organized than life. I want an art which is introductory to daily life. So that if my music were, say, worse than daily life, then, and one only spent an hour listening to it, then he would have 23 hours left to enjoy daily life. Most heaven sky sun judges. Das Ruoratorio von John Cage ist wohl eines der zentralen Werke der akustischen Kunst.
Cage hat über 2000 Klänge in dieser Komposition verarbeitet. Er selbst hat zitiert den Finnegan's Wake nach einer ganz eigenen misostischen Methode, dem er den Namen James Joyce durch den Wake gleichsam durchschrieb und dadurch den Text des Wake zitierte. Er selbst spricht ja, er singt dieses Stück Weltmusik, müsste man es nennen, das Oratorio selbst, umgeben von dem ja brandenden Meer der Klänge. To roar heißt ja schreien, brüllen. Und ein Oratorium, sagte er mir einmal, ist etwas, was wir in der Kirche hören, aber ein Oratorio ist etwas, was wir im Leben hören. Nuance to jumbo, to jealous, two ways of opening the mouth. I not stopped water where it should flow. And I know the first book of jealousies, how peacocks me I, ape to Sarah stood I sit, neuter to Bronkhoff, God said. Ich glaube, dass Komposition heute nicht zu trennen ist vom Arbeiten im Studio. Weil die Komponisten nach 1950 eigentlich nicht mit einem Bleistift schrieben, sondern mit einem Mikrofon. Sie waren so beeinflusst durch das Medium Rundfunk, dass sie alle Lautstärke, die Dichten und so weiter, das alles haben sie auf eine idealisierte Weise komponiert mit Mischverhältnissen, die eigentlich im Studio nur möglich sind und nicht im Konzertsaal. Die Entwicklung lief über die konkrete Poesie, über die Lautpoeten, die wir eingeladen hatten, Ende der 60er Jahre, hier Hörstücke zu produzieren. Also ein sehr experimentell literarischer Beginn an den Rändern des literarischen Hörspiels. Es war dann eigentlich nur konsequent, die Komponisten einzuladen. Und so war es vor allem Maurizio Kagel, dem ich 1969 begegnete und ihn einlud, nicht als Komponist, wie bisher üblich und bis heute im literarischen Hörspiel immer noch üblich, Musik für ein Hörspiel zu komponieren, sondern selbst ein Hörspiel als Autor, als Hörspielmacher, wie ich es damals nannte, zu produzieren. Und er war ganz, ich würde sagen, fast wild darauf, denn diesen Plan hatte er schon lange. Er hatte nur keine Gelegenheit gehabt, das zu realisieren. Und er machte ein Hörspiel, das er Hörspiel in Klammern einen Aufnahmezustand nannte. Hallo. Thank you.
Bei akustischer Kunst haben wir eine ganz neue Situation. Die Elemente, die man verwendet, kommen zum Teil von der Musik, von der neuen Musik, zum Teil vom Hörspiel, aber sie sind nicht per Definition verpflichtet, einen Stil zu pflegen. Es gibt keinen Stil in der Akustikkunst. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen. Und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei, ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben. Die Studio Akustischer Kunst ist ein worldwide known Forum. Das Studio Akustische Kunst ist in der ganzen Welt bekannt als Forum für radiophone Klangkomposition. Nur hier wird all jenen Klangsprachen Beachtung geschenkt, die nicht auf eine bestimmte Richtung, zum Beispiel die Musik, eingeengt sind. Individually musical or individually something else. Es ist eine Sprache, eine radiophone Klangsprache, die sich in ständiger Entwicklung befindet. Which is coming into being, which is in development. Es ist das Engagement und die ständige Verfeinerung der Produktion bis zur Fertigstellung. Das ist der Unterschied zu einer Radiostation, bei der noch am gleichen Tag oder am nächsten gesendet wird. Was wir hier im Studio gerade produzieren, wird erst in 4 Monaten, im Oktober oder November, gesendet. Man hat noch Zeit, das Stück wie ein Kunstwerk zu verfeinern. Die Dinge brauchen einfach Zeit. Und die hat man hier im Studio Akustische Kunst. That is what's happened with Akustische Kunst here. Brot und Wasser. Hier, wir haben das Brot. Und hier ist das Wasser. Hier, wir haben das Yangtze-Flüsse. From these breads, I have made 17 sound poems. Khartoum, der Fluss, stürzt wie ein Wasserfall über sein Bett. Der Fall gleicht in dieser Hinsicht dem Wasserdruck, der durch die herrschenden Nordwestwinde bedingt ist. Monatelang zogen die Elefanten tiefer in die Wälder hinein. Von der Sendung dieser Werke der akustischen Kunst bis hin zur Möglichkeit, sie auch außerhalb der Sendungen vorzustellen, sehe ich eigentlich als einen ganz organischen Vorgang.
Die Audiokünstler arbeiten nicht nur mit einem Mikrofon und ein Sprecher liest einen Text ab, sondern es finden Aktionen, Geräuschaktionen, es finden musikalische Performances statt. All dies ist so spannend, dass ich mir sagte, warum sollen wir nicht diese Studioproduktionen öffentlich machen und in den Sendesaal gehen oder in Theater gehen oder in öffentlichen Plätzen diese Dinge aufführen. This is an historic moment in radio. The first intercontinental live soundbridge between Europe and North America. A composition of sound from San Francisco on the Pacific and Cologne, West Germany on the Rhine River. An intercontinental satellite broadcast produced live with the American sound sculpture artist Bill Fontana of Berkeley, California. Bill Fontana hat in San Francisco und in Köln Mikrofone aufgebaut, die Klänge dieser Stadt charakterisieren. Wir haben die Klänge aus San Francisco live über Satellit nach Köln geholt. Dort begegneten sie den Live-Klängen aus Köln. Und er hat für die Radioproduktion live all die Klänge, die er auf dem Mischpult hatte, diese Musikanten, wenn Sie so wollen, die kostenlosen Geräusche, Erzeuger, dann in einer Komposition, Live-Komposition übertragen. Unser Projekt hier in Kopenhagen beschäftigt sich vor allem mit Städten und ihren Klängen. Im Mittelpunkt steht deshalb die Reihe Metropolis. Das sind Klanglandschaften von 16 Städten der Welt, die das Studio Akustische Kunst in den letzten 15 Jahren produziert hat und hier vorstellt. Wir möchten, dass die Menschen ihre Ohren öffnen und diese fremden Klänge wahrnehmen. Neben diesen Performance-Künstlern, diesen Intermedia-Künstlern, diesen Komponisten und diesen Lautpoeten auch bildende Künstler, Videokünstler, Filmkünstler, wenn sie denn im Bereich der akustischen Kunst arbeiteten, die hier mit uns einen Kontakt aufnahmen und wir heute sagen können, dass das Studio Akustische Kunst so etwas ist wie ein Schnittpunkt oder ein Schmelztiegel ganz unterschiedlicher Genres, ganz unterschiedlicher Disziplinen, ganz unterschiedlicher Künstler aus den unterschiedlichsten Medien.
Dalliance, primrose, way, effect. Doubt.